Ich möchte euch heute eine Geschichte über einen Bauern und seinen Hof erzählen. Bleibt also dran, ihr könnt auf jeden Fall was lernen. Hallo meine Lieben, ich bin Säue Thomas aka Sparkojote und es war einmal ein Bauer. Dieser Bauer hat sich hier in der Schweiz vor Jahren schon ein Stückchen Land gekauft, um dort verschiedene Bäume, Äpfelbäume... Orangenbäume, Kirschbäume und viele andere Dinge anzupflanzen. Er hat das in fast schon seinen jungen Jahren gestartet, um möglichst lange von diesem Feld zu profitieren. Das bedeutet, er hat bereits schon mit 18 diesen Bauernhof gekauft und Tatsächlich schon die ersten Bäume gepflanzt. Ja, direkt mit Apfelbäumen begonnen, Kirschbäume sind dazu gekommen, Orangenbäume und viele weitere Dinge. Er hat auch noch nebenbei in seinem kleinen Beet viele verschiedene Dinge für seinen eigenen Gebrauch, seien das Erdbeeren, Himbeeren, Heilbeeren und so weiter angepflanzt, damit er auch für seine Familie sorgen kann über die Jahre hinweg und über die verschiedenen ja, Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst, Winter ist es natürlich so dass diese Bäume erstmal wachsen müssen. Im ersten Jahr gab es natürlich noch keine Äpfel. Selbst nein, im zweiten Jahr auch noch nicht. Auch im dritten Jahr auch noch nicht. Langsam im vierten Jahr fängt man schon an zu sehen, okay, der Baum hat schon eine gewisse Größe und auf einmal merkt man, hey, da ist doch schon der ein oder andere kleine Apfel am Start. Ähnlich sieht es auch bei den anderen Bäumen aus, bei den Kirschbäumen, aber auch bei den Orangenbäumen aus. Im fünften Jahr letztendlich gibt es dann die erste kleine Ernte die dann tatsächlich auch für seine Familie reicht. Da wird Konfitüre draus gemacht, da wird Apfelkuchen gemacht. Es ist wirklich wunderschön. Ja. Mit der Zeit kommt man in die Jahre. Der liebe Bauer hat bereits jetzt eine Familie, ist jetzt schon Anfang 30 und hat tatsächlich mehr Äpfel, mehr Orangen, mehr Kirschen und sogar auch mehr Beeren, als er selber. Essen kann oder seine ganze Familie essen kann. Er hat übrigens drei Kinder und eine schöne Frau. Sehr spannend. Was macht er nun mit diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Früchten und Co? Natürlich. Er macht einfach einen kleinen Stand auf seinem Bauernhof auf, einen kleinen ich sage jetzt mal, Markt mit Frischwaren und das verkauft er tatsächlich in seiner Gemeinde. Damit verdient er sich tatsächlich ein gutes Taschengeld dazu oder ein guter Zustupf, damit man auch tatsächlich viele andere Dinge im Leben sich leisten kann. Und ihr merkt schon so ein bisschen, in welche Richtung wahrscheinlich diese Story gehen wird. Ja, aber bleibt auf jeden Fall dran, denn ich denke, die Wendung wird durchaus interessant für euch sein. Nun... Jetzt hat er wirklich echt schon fast 15 Jahre an seinem Bauernhof gearbeitet. Die Ernten kommen wirklich super gut. Er überlegt sich auch immer wieder, soll er wieder was Neues anpflanzen, vielleicht eine neue Sorte von Bäumen oder neue Dinge. Vielleicht will er auch noch, er hat einen Abhang, eine Rebe machen für Trauben, wo er vielleicht dann auch Wein selber herstellen kann. Er weiß es noch nicht so genau, aber er probiert sich aus und. Macht einfach das, worauf er gerade Lust hat in diesem Kontext. Natürlich vergisst er dabei nie die Pflege seiner Bäume, die er vor über 15 Jahren gepflanzt hat. Ja? Gehen wir ein bisschen weiter in die Zukunft. Nochmal 15 Jahre in die Zukunft. Seine Kinder werden langsam erwachsen. Sie gehen bereits schon ins Gymnasium. Ein Sohn macht bereits eine Lehre. Und ein weiteres Kind, das Älteste nämlich, ist schon volljährig. Ja? Das heißt. Der liebe Bauer ist jetzt auch schon Mitte 40 und auch seine Reben, respektive seine Trauben, gedeihen gut und er macht selber bereits auch schon Wein. Und natürlich, wie gewohnt, ist es mittlerweile viel zu viel, dass nicht mal seine Familie, selbst wenn sie das ganze Jahr das konsumieren würden, alles essen und trinken könnten. Was macht er jetzt? Er verkauft es wieder an seinem Stand, an seinem kleinen Lädelchen, verkauft er das in seiner Gemeinde und das ist natürlich sein Lebensunterhalt. Und das klappt ganz gut. Sie kommen sehr gut über die Runden, können sogar noch Geld beiseite legen. Das ist, glaube ich, so das, was man wirklich machen möchte. Und ihr merkt so ein bisschen, diese Story ist nichts anderes als letztendlich ein Aktien-ETF-Portfolio, was man sich über die Jahre aufbaut. Und diese Analogie von Früchten sind Dividenden von den Unternehmen, von den Aktien, die man entsprechend investiert hat. Und ich möchte euch nochmal ein anderes Beispiel geben. Und zwar war das jetzt wirklich so dieses perfekte Beispiel, aber stellen wir uns vor, bevor er Kinder bekommen hat, mit ungefähr Anfang 30, er dort etwas völlig anderes gemacht hätte. Und zwar hätte er angefangen, okay, ähm, aktuell kann ich einfach, das funktioniert einfach alles nicht und er denkt sich einfach das Schlimmste, was passieren kann. Und er überlegt sich, okay, kann ich das überhaupt noch in 15 Jahren weiter betreiben? Ich habe ja nur die Apfelbäume, nur die äh, Kirschen und auch nur die Orangenbäume. Mehr habe ich ja gar nicht. Er war nicht äh, in dieser Parallelwelt nicht so erfinderisch oder hatte einfach keine anderen Ideen. Vielleicht will er eben, äh, er kommt nicht auf die Idee, wie man äh, Trauben, eine Traubenrebe macht und dann Wein machen könnte oder noch andere Dinge machen könnte. Und jetzt überlegt er sich, okay. Ich habe ja ein Stückchen Land. Ich kann da ja jedes Jahr einen Teil meines Landes an meinen Nachbarn verkaufen und gleichzeitig natürlich von meinen Äpfeln und von meinen Orangen profitieren. Und genau das macht der liebe ähm, Bauer nun. Und 15 Jahre später, wie sieht es aus? Er hat nur noch oder besitzt nur noch die Hälfte seines Landes, damit auch nur noch die Hälfte der Kapazität, um tatsächlich. Äpfel, ähm, Kirschen und auch Orangen zu ernten. Natürlich sind die Bäume größer geworden, aber nichtsdestotrotz, der Nachbar freut sich natürlich umso mehr dafür, da er nämlich jetzt mehr Land hat und auf diesem Land bereits schon große Bäume gedeihen und er tatsächlich da nicht allzu viel Aufwand dafür hatte. Und das ist jetzt wiederum eine andere Story, die tatsächlich auch die Analogie mehr oder weniger vertritt. Wenn ihr... Aktien verkauft versus lediglich Dividenden erhaltet, dass das doch schon einen kleinen, aber feinen Unterschied mit der Zeit über die Jahrzehnte hinweg ausmachen wird, denn ihr verliert immer mehr und mehr Anteile von einem Unternehmen, was weiter wachsen und wachsen und wachsen wird. Ihr tut euch also damit nicht wirklich einen Gefallen, wenn ihr Anteile von euren Unternehmen verkauft. Lieber kassiert ihr Dividenden. Ich möchte jetzt noch mal ein letztes Beispiel machen. Gehen wir noch mal in eine Parallelwelt, in eine Paralleldimension und zwar es fängt alles gut an. Der Bauer kauft sich das erste Stück Land, fängt an Bäume zu pflanzen, Beete zu pflanzen und so weiter und was passiert in den ersten fünf Jahren eine Plage und zwar eine Heuschreckenplage. Diese Heuschreckenplage zerstörte direkt einmal 50% all seiner angepflanzten Pflanzen und es ist wirklich super, super schlimm. Er erholt sich allerdings dadurch und die Pflanzen, die überlebt haben, sind wesentlich stärker als gedacht. ja. Und natürlich, er hat jetzt wieder auch um die Zeit nochmal diese 50% der Pflanzen und Bäume, die zerstört worden sind von dieser Heuschreckenplage, nachzupflanzen. Er pflanzt vielleicht auch nochmal andere Dinge an, er probiert andere Dinge aus. Er macht jetzt nicht nur äh, Orangenbäume, Äpfelbäume, Kirschbäume, sondern... Er versucht sich tatsächlich auch mit ähm, Ahornbäumen, die später Ahornsirup geben sollen. Und er versucht sich tatsächlich auch mit vielen verschiedenen Beeren, die nicht wirklich ähm, heimatlich in seinem Ort sind, sondern er tatsächlich versucht, ausländische Pflanzen hier bei ihm auf dem Bauernhof zu pflanzen, um vielleicht auch mal etwas Exotischeres in seine Gemeinde zu bringen. Und tatsächlich hat sich das gut ausgedient, denn zehn Jahre später ist er tatsächlich einer der innovativsten Bauern, die trotz dieser Heuschreckenplage von damals wieder raus rausgekommen sind. Doch Moment, Moment, Moment! Als alles so gut wie möglich erschien, er wirklich gut unterwegs ist, er wirklich viel auch der Gemeinde bieten kann, was Essen und Co angeht, kommt nochmal eine Plage. Dieses Mal sind es keine Heuschrecken, sondern es ist einfach ein viel zu heißer Sommer. Mehr als 80% seiner Ernte wird in diesem Jahr zerstört durch die abartige Hitze von über 40 Grad und das über mehrere Tage und Wochen hinweg. Es ist absolut verrückt. Er lässt sich allerdings nicht davon demotivieren und überlegt sich, okay, ich muss hier einfach langfristig weiterbleiben. Und was fällt ihm da ein? er versucht es sich jetzt auch noch mit Gewächshäusern. Da kann er zumindest zu einem gewissen Grad dann auch die Temperaturen besser versuchen zu regulieren, insbesondere wenn es dann viel zu heiß wird mit verschiedenen Planen und so weiter. Er versucht das Thema Bauernhof viel mehr mit Technologien zu verbinden, um eben gegen auch solche Gefahren in Zukunft geschützt zu sein. Und was ist mit dem lieben Bauern 15 Jahre später. Er hat durch all diese schweren Steine und Probleme, die ihm in den Weg gelegt worden sind, Heuschrecken, Plage, Hitzewelle und so weiter, vieles gelernt und ist gestärkt aus dieser Situation rausgekommen. Dieser lieber Bauer ist ähnlich wie auch der erste Bauer in dieser Story wirklich sehr gut vorangekommen, sogar wenn nicht überhaupt noch besser als der erste Bauer, denn der erste Bauer hatte einfach ein Friede-Freude-Eierkuchen-Leben, dem der zweite Bauer tatsächlich mit der Zeit Fehl Fehlentscheidungen getroffen hat und der dritte Bauer sich nicht, ja, nicht zurückhalten lassen hat von solchen Steinen in seinem Weg, sondern er hat nach Lösungen gesucht und hat nach vorne geschaut. Und ich hoffe ich hoffe inständig, dass auch ihr, wenn ihr an der Börse investiert, in Aktien, in Krypto und ETFs investiert, dass ihr Bauer Nummer drei seid, der sich nicht von irgendwelchen Szenarien davon abhalten lässt, langfristig zu investieren. Und jetzt wird mich natürlich interessieren, welche dieser drei Bauern seid ihr? Ich weiß es ganz genau. Und ich hoffe, ihr wisst es auch genau. Denn das könnt ihr mir jetzt schon in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was ich für ein Bauer bin und was ihr für ein Bauer seid. Was aber ganz sicher klar ist, dass ich keine Hose anhabe, absolut unseriös hier auf YouTube bin. Das ist nämlich mein Ziel, die Unseriösheit dieser ganzen Finanzinfluencer hier auf jeden Fall zu vertreten. <laughs> und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde einfach mal so sagen, dass alle drei Bauern so oder so sich freuen würden, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, weil das supportet auf jeden Fall ihr, äh, ihren Betrieb, ihr Land, ihr Gut und natürlich auch die Ernte, die in den kommenden Monaten und Jahren hoffentlich stattfinden wird. Darum, stay safe, stay wealthy. Ich habe meinen Spruch versaut, Mann.